einen wunderschönen guten Abend wünsche ich allen Damen in diesem Saal. Zu unserer 27. Session der KGW wünsche ich euch viel Freude. Und nun möchte ich euch den Elberrat vorstellen. Benno Schlaslo zum Müllrat, Sekretär der lachenden und weinenden Herzen. Gerd Hagere Meister, Sekretär für Geist und Unsinn. Und er macht schon Unsinn. Don Pedro Spinelli, Sekretär für gehobene Ansprüche. Ironis Michelangelo, unser flotter Zeichenstift. Gerhard Jacobitsch, Sekretär für närrische Einfälle. Marc Mürzel vom Berg, Sekretär für tänzerischen Ein- und Ausgang. Bettina vom Busche, Sekretär für gespielten Netz. Jürgensus Nützlos, Sekretär für leere Taschen und volle Beutel. Titus Nebertag, Sekretär der geschwätzigen Zunge. Und dazu Goethe die Erste. Und dann sind wir hier vorne, unsere Funkengarde der KGW. So, liebe Funkengarde und Zippendorfer, bitte einen Klatschmarsch und wir kommen zu einem wichtigen Punkt, zur Schlüsselübergabe. Liebe Herren und Herren, wir danken dem Gastwirt und natürlich mit eurem begleitenden Beifall und einem zünftigen Klatschmarsch. Dankeschön. Hier im Saal das sagen. Und darauf und im Namen noch einmal unseres ehrenwerten Elberrates und seines Präsidenten, gern dem hageren Meister unserer bis Karneval der 26. Saison, Dörte die Erste, begrüßen wir euch noch einmal auf das Herzlichste mit unserem goldenen Schlachtruf, die Seemacht Glückwunsch hier. Stopp, stopp! Ja, wir freuen uns riesig.
dass ihr alle wieder bei uns seid und uns hier so toll den Rücken stärkt und uns die Treue bewahrt. Und damit das alles so richtig rund läuft, begrüßen wir natürlich als erstes die Jungs, die uns auch in diesem Jahr im wahrsten Sinne des Wortes wieder den Rücken stärken. Jochen Schulmeister und seine Zippendorfer. Ja, dann begrüßen wir diejenigen, die für die richtige Beschallung und die Akustik aus der Konserve sorgen. Und heute aus vollkommen neuer Richtung. Und wir drücken ihm und uns die Daumen, dass alles gut klappt. Thomas Sponholz. Natürlich begrüßen wir wie immer die Techniker und Lichtmeister, ohne die hier auch nichts läuft. Und stellvertretend für die vielen fleißigen Helfer. Euer Beifall für Misha Busche, Jürgen Schaaf, Detlef Beutler. Bei den dreien wollen wir es gelassen, stellvertretend für die vielen fleißigen Helfer. Und einen wollen wir nicht vergessen. Und den nennen wir symbolisch für unseren Namensgeber, nämlich die Firma KGW, den wir, das wollen wir nicht vergessen, immer wieder ein herzliches Dankeschön sagen wollen, sagen müssen für die tolle Unterstützung, ohne die das hier gar nicht laufen würde. Und stellvertretend nennen wir und danken unserem Obermanager. Wo ist er? Jörg Tiede. Ja, und einen wollen wir nicht vergessen, der uns hier so wunderbar vorgestellt hat. Euer Beifall für unseren Zeremonienmeister Harodes Klepschus. So, liebe Herren und Herren, heute haben wir, unser Zeremonienmeister hat es gesagt, den Einspann in die 27. Saison. Mit unserer öffentlichen Elberrad-Sitzung wollen wir uns euch natürlich einstimmen und neugierig machen auf all das, was wir uns so in dieser 27. Saison vorgenommen haben. Wir werden euch Kostproben liefern von Gesang, Büt und Tanz. Tanz besonders wichtig bei uns. Freue ich mich jetzt schon als Vorfreude auch für euch. Und was darf natürlich nicht fehlen, an der öffentlichen Elberrad-Sitzung, Kenner der Materie werden es erkannt haben, hier fehlt doch irgendwie wer. Also unsere Reihen werden wir sicherlich auf.